Hallo, heute geht es um die Fünf-Elemente-Theorie aus der chinesischen Medizin. Grundlagen und wie gehört das Ganze zusammen. Die Zusammenhänge werde ich versuchen einfach zu erklären und dafür habe ich was vorbereitet und das schauen wir uns gemeinsam mal an. So, hier haben wir jetzt ein Schaubild von den fünf Elementen und den Beziehungen zueinander. Wir haben Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde. In diesem Kreislauf ist es der Entstehungskreislauf. Wie kann man sich das erklären? Metall lässt Wasser entstehen. Im Wasser sind die ganzen Metalle gelöst in Salze, in Salzform. Oder wenn man so eine Metallplatte mal irgendwo draußen hängen hat, dann kondensiert auch relativ schnell Wasser am Metall. Also haben die alten Chinesen sich gedacht, okay, Metall lässt also Wasser entstehen. Wasser lässt Holz entstehen, relativ einfach. Je mehr man gießt, desto größer werden die Bäume. Also jeder große Baum braucht auch viel Wasser. Holz lässt Feuer entstehen. Ich glaube, das ist ganz einfach. Ne? Je größer der Holzhaufen, desto größer das Feuer. Feuer lässt Erde entstehen. Wie ist das gemeint? Naja, wenn das Feuer weg ist, entsteht ganz viel Asche und die Asche ist wieder super gut als Dünger für die Erde. Genau. Und Erde lässt Metalle entstehen. Naja, woher kommen die ganzen Metalle? Aus dem Bergwerk und die sind bekanntlich in der Erde. Das ist also hier der Entstehungskreislauf. Dann gibt es noch den Kontrollkreislauf. Das ist dieser hier, die Fallrichtung. Und wie ist das jetzt zu erklären? Metall kontrolliert Holz. Naja, Holz lässt sich durch ganz viel Metall bearbeiten. Das heißt, Sägen, Schnitzmesser sind alle aus Metall, also kontrolliert Metall das Holz. Die Erde wird durch das Holz kontrolliert. Und zwar Berghänge zum Beispiel, die Wurzeln des Holzes, der Bäume kontrollieren, also stützen die Erde und es kommt nicht zu irgendwelchen Hangrutschen oder Abbrüchen. Also kontrolliert Holz die Erde durch das Wurzelwerk. Die Erde kontrolliert das Wasser. Wie kommt das? Naja, wenn man mal bei Wasser schaut, bei Flüssen oder Bächen, was gibt denn eigentlich dem Wasser die Richtung? Das ist ja das Flussbett und das besteht bekanntlich dann aus Erde. Wasser haben wir wieder hier zum Feuer. Das Wasser kontrolliert also das Feuer. Auch ganz klar, ne, wie kann man Feuer löschen oder eindämmen? Durch Wasser. Das Feuer kontrolliert das Metall. Auch da logisch. Wenn wir jetzt Metalle bearbeiten wollen, durch Schmieden oder Metall gießen, brauchen wir Hitze, also durch das Feuer haben wir den Kreislauf abgeschlossen. So, das ist erstmal die Grundlage und jetzt kann man ganz, ganz viele Sachen den Metallen zuordnen, nicht den Metallen, den Elementen zuordnen. Das heißt, verschiedene Organe werden zugeordnet, es werden verschiedene Emotionen zugeordnet, es werden Farben, Sinne zugeordnet, Körper. Bereiche werden den Sachen zugeordnet und so kann man dann genauer arbeiten in der chinesischen Medizin mit diesem Fünf-Elemente-System. Genauer werde ich das nochmal in anderen Videos besprechen, wenn es dann um die einzelnen Elemente geht. So erstmal bis hierhin dazu. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt für diejenigen, die das nochmal nachlesen wollen. Den stelle ich nochmal unter dem Video einen Link zur Verfügung. Das geht dann auf meinen Blog. Da habe ich das Ganze nochmal ausführlich erklärt in Schriftform. Schönen Tag noch und viel Spaß mit den fünf Elementen.